Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, ich habe da hinten, nein, da hinten umgebaut. Ich habe mich denn dann doch dafür entschieden, das doch ein bisschen anders zu machen. Und zwar, ich habe jetzt die Öfen sozusagen seitlich angeordnet und gehe hier nach unten. Hab dann hier meinen Weg, wo ich dann reingehe. Oh, hallo Creeper. Moment. Wie kommst du da nach oben? Tschüss. So. Habe jetzt dann hier meinen Bereich. Das heißt, also ich habe jetzt dann hier meine nächste Ebene. Das sind jetzt dann 1, 2, 3, 4 und dann hätte ich dann hier Nummer 5. Das heißt, wir haben hier schon mal den Bereich, dass ich den nächsten nach unten verfrachten könnte. Gehe hier dann wieder nach oben und werde das aber dann auch weiterführend nach oben machen und komme dann irgendwo im Berg raus und gehe dann vom Berg aus, machen wir schnell aus, gehe dann vom Berg raus und komme dann hier entlang und kann dann nach vorne laufen. So habe ich mir das jetzt momentan vorgestellt. Hier wollen wir jetzt dann was reinbauen. Darum wird es jetzt erstmal hier gerade. Ich hoffe, ich habe auch ein paar Blöcke, dachte ich, wo ich brauche. Aha. Ich glaube, ich habe jetzt alle Blöcke da, die wo man brauchen könnte. Das heißt also, ich muss auf jeden Fall dann. Ich muss mir mal Scaffolds endlich mal einstecken. Baut habe ich sie. Mitgenommen habe ich sie noch nicht. Genau, dann habe ich noch die Schmelze draußen abgebaut und hier rein verfrachtet. Habe ich schon gemerkt, dass das vielleicht nicht gerade das Hübscheste ist. Vielleicht mache ich es ja auch nochmal einen kleiner. Aber ist jetzt erst einmal zweckdienlich. Das heißt, ich habe auf jeden Fall was da, um meine Sachen hier zu schmelzen. Muss nicht mehr raus. Und das nächste drum wollen wir jetzt auch noch machen. So, muss ich mal gucken. 25 haben wir noch. So, ich brauche davon in die Bending. Die müssen jetzt nämlich laufen. Ich brauche nämlich, soweit ich das jetzt gesehen habe, über 120 Stück. Das wird interessant, ne? Ja, sage ich auch. Ja, und der braucht 24 EU und dann braucht der noch nicht laufen. Ups. Okay. Ne, dafür brauche ich nämlich jetzt die 22 Bricks. Die 22 Bricks im Assembler. Da geben wir jetzt 6 Stück eine Bronze-Plated Brick. Und den brauchen wir. 22 Mal. Nein, es reicht nicht. Auch mehr. Ja, ich schätze mal, ich werde jetzt meine ganzen. Auch noch 15. Ich werde meine ganzen Vorbereitungssachen durchjagen. So, jetzt haben wir hier 40. Was, jetzt habe ich 10, danach habe ich nochmal. Jetzt muss ich mal schnell was gucken. Wenn ich jetzt Kupfer durchjage im Alloy-Smelter. Oder ich glaube, das Verhältnis war nur 3 zu 1, oder? Dann macht das, was ich gerade im Kopf habe, Sinn. Wenn es 4 zu 1 ist, macht es keinen. Genau, 3 zu 1. Das heißt, ich bräuchte nur 30. Bei 10 Stück. Dann habe ich dann nochmal 40 Stück. So, der ist gleich durch. Da läuft auch momentan Blei durch. Das heißt, da sind wir auch auf einem guten Weg. Dass wir dann endlich
unser schönes Bleizeug kriegen. Genau, dann ich brauche noch mal Bronze, aber diesmal in der in dieser Form, also 3, 6 und zweimal davon. Da brauche ich, glaube ich, ein Einser. So, dann haben wir das da. Jetzt brauchen wir wieder einen 13er. Weil ich habe mir den Namen nicht merken können. Aber ja, jetzt kann ich mir vielleicht den Namen merken. Aber ja, brauche ich nicht. Weil ich habe mir das Rezept gemerkt. So, auf jeden Fall brauche ich hier Blei. Denn jetzt bekomme ich raus Protein. So, und das habe ich mir auch schon mal hier. 15 Stück Hammer. Dann Bagheer. Davon brauche ich, glaube ich, nochmal Platten. Dann jage ich die auch gleich durch. Bam, 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 bam. Dann hätte ich gesagt, machen wir mal schnell 6 Stück mit dem Hammer kaputt. Ich habe schon gesagt, Forge Hammer gibt es ja leider nicht in groß. Aber für das, was ich jetzt mache, reicht es aus. 82 Sekunden. Okay, das wird jetzt ein bisschen dauern. In der Zeit können wir jetzt schon mal wieder die da durchjagen. Dann haben wir hier die nächsten 30. Und 44 haben wir jetzt davon. Dann hätte ich jetzt schon mal auf jeden Fall 80. Dann werden wir mal gucken, was wir alles dafür brauchen. So, als allererstes, also ich bin jetzt dabei, wir sind jetzt hier sozusagen im GT++-Bereich. Da gibt es einen schön, zwei schöne Maschinen, und zwar einmal einen Steam Tier Multi. Genau, das ist der Grinder, das ist der kleine, also das ist sozusagen der große Bruder vom Steam Macerator, der wo draußen steht. Und es geht sogar noch einen Squasher geben. Der Squasher ist sozusagen der kleine Bruder vom der große Bruder vom Kompressor draußen. Aufbauen wollen wir beide sozusagen über 2 Stück, immer nebeneinander. Ja, und dadurch, dass wir jetzt dann schön nach unten gehen, deswegen auch erstmal eine gerade Fläche. Darum kommen die dann jetzt dann da rein. Aber er muss noch zweimal durchlaufen. Wie geht's dir? Die Zellen sind jetzt langsam leer. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal schnell was holen. Von den 4 Tanks, die wo hier stehen, sind auf jeden Fall noch 2 voll. Und wie gesagt, ne, dann kann man nämlich denn die Kohle oder was aus der Kuh auch immer da reinflacken, wenn der Kompressor dann auch irgendwann noch fertig ist. Aber der wird noch ein bisschen brauchen, vermutlich. So, dann hätte ich jetzt gesagt, wir haben jetzt 22 davon. Da kommst du mal raus, du rein, du rein. Du brauchst gerade wie viel? 30 EU, okay. Dann kann ich da nichts machen. Lassen wir den erstmal laufen, dass wir erstmal wissen, wie viel das wir haben. Also, genau, den Grinder. Und zwar, wir brauchen 22 Bronze Plate Bricks. Wir brauchen einen Input Bus Steam. Wir brauchen einen Output Bus Steam. Ist ein Input-Bus und ein Output-Bus. Also Input-Bus, ne, ist klar, brauchen wir für
damit die Sachen reingehen. Und den Output, was brauchen wir, damit wir die Sachen rauskriegen. Und dann brauchen wir noch ein Steam Hatch. Das ist das Ding, damit wir Steam reinkriegen. Ich hoffe, dass ich den. So, it's a larger version of the Steam Macerator. It only works 8 at a time, but it's not. But it's faster. Three by three multi-block. It means expensive in the Steam Age. However, it's a processing time. Beginners or processing the main reason change of the half-hour Macerator with unlocks new outputs on top of what already get. With this quest, you have start your journey at GT++ multi-blocks. However, don't get too excited quite yet. Most of them only unlock on EV or later, including a better version of this Macerator. Ja, genau. Also, genau, wir brauchen den Grinder. Dafür brauchen wir jetzt das Tumba Gear. Dann hätte ich gesagt, Tumba Gea. Ah, die habe ich schon einstecken. Es geht, glaube ich, schneller, wenn wir es jetzt so machen. Dann haben wir schon mal die zwei. Brauchen wir sogar nur einen. So, da haben wir einen Pisten. Da haben wir zwei, dann nehme ich die Sticky. Kommst du schon mal dahin und du kommst dahin. Wie gesagt, der wird irgendwann der zweite. Ja, dann sollte ich den hier ganz oben machen. Dann kann ich ihn nämlich drin lassen. So, okay. Dann brauchen wir vier davon. Dann brauchen wir zwei Dias. Okay. Und dann brauchen wir jetzt vier von diesen schönen Blöcken. Dann haben wir schon mal die erste Maschine komplett fertig. Jawohl, wir haben einen Steam Grinder. So, dann brauchen wir als nächstes dann den. Okay, sehr schön. Achso, das ist optional da oben. Ich nehme nämlich Bronze, nämlich Stahl. Ich nehme Stahl. Stahl habe ich momentan nicht mehr gerade so viel. Haha. Nee, habe ich wirklich nicht mehr so viel. Weil das ist dann das nächste, was jetzt dann langsam aber sicher umziehen muss. Der Stahlofen von draußen muss rein. Und darum brauchen wir jetzt dann auch den Grinder. So. Bin sowieso gerade dabei, auf Sachen zu warten. Also. Gib ihm. Uh, 22 habe ich jetzt gemacht. Ich hoffe, er hat die auch mitgezählt, weil normalerweise brauchst du 26. 23, 24, 25. Aber du hast 8, dann hast du. Nee, du hast 9, dann hast du 8, dann hast du 9. 9, 18. Genau, 26. Genau, da hast du noch einen Grinder. Dann ist das richtig. Also, dann sind die nicht mitgezählt. Dann brauchen wir nochmal 4 Bricks. So, was auf jeden Fall jetzt dann gleich lustig wird, ist, wir müssen ja die. Die Sachen auch raus und rein machen. Das heißt, wir brauchen dafür Pumpen und Konvoier. Ich hoffe. So, Iron Rod habe ich da. Muss jetzt warten, bis der fertig ist, weil der Polarizer, glaube ich, auch zu viel Saft frisst.
So, das sind schon mal zwei. Das sind vier. Weil ich brauche den da und den da. Das wird ganz interessant. Also das heißt, ich brauche auf jeden Fall halt, ich habe doch glaube ich gerade, genau, ich habe nämlich meinen Eisendust durchgejagt gehabt, weil es mittlerweile über den Stack war. So, hätte ich gesagt, wir haben 8 Stück. Okay, ab in die Lathe. Dann hätte ich mal gesagt, machen wir mal Input Bus weiter. Das heißt, ich brauche 4 Bronzeplatten, 2 Zinnplatten. Oh. Mein größeres Problem war, glaube ich, die auch 2 Hopper. Das heißt, ich brauche schon wieder 10 Eisenplatten. Ich hoffe, dass die nebenbei laufen können. Nee. Oh! Mir ist die Lathe ausgegangen. Ja, wir sind gleich soweit. Noch zweimal gnauzen. Noch einmal gnauzen. So. Und jetzt gnauzen nicht mehr, jetzt läufst du. Danke. Dann brauchen wir jetzt den da. Wie viel brauchst du? 20 EU. Das heißt, ich brauche jetzt 2 Kisten. So. Zwei Kisten davon. 20 wenn 36, 32 kriege ich nur. Nein. Dass ich da ein bisschen Eisen durchgeballert habe, sieht man. Sind schon wieder 9 Dust da. Eisen geht mir nicht so schnell aus. Aber was ich jetzt halt hoffe, dass wir demnächst mal jetzt dann so weit sind. Dass wir jetzt dann da auch die Quest abschließen können, dass wir einen Battery Buffer bauen. Aber wie gesagt, ich muss jetzt die Erzverarbeitung ein wenig nach oben fahren. Weil das nächste, was ich jetzt dann eigentlich machen will, ist, ich schaue das jetzt, dass ich dann demnächst Mika finde. Und dann heißt es ja für mich, wir brauchen. Wir müssen einiges verarbeiten an Material. So, du bist durch. Das heißt, ich kann den Polarizer anschmeißen. Okay, dann kommst du jetzt erstmal da rein. Und zwar, ich brauche jetzt Zinnplatten 2 Stück. Zinnplatten 2 Stück. Keine Zinnplatten. Hier kann ich schon mal hingehen und mir die nächsten 30 holen. Und hier von den nächsten 10. Also wenn man das nicht im Steam Age macht, ne? Also im Steam Age macht, nicht, genau, nicht. Wenn man das im Steam Age macht, ja, Glückwunsch. Da bist du richtig materiallos. Da habe ich mich am Schluss jetzt entschieden, dass ich es jetzt erst mache. Also 1, 2. So, dann kommst du rein. Also das heißt, ich brauche jetzt von dir. Hahaha.
Ich brauch noch ein Gerät. Ich brauche eigentlich, jetzt brauche ich definitiv den Fluid Solidifier. Den habe ich, glaube ich, immer noch nicht gebaut, ne? Oder habe ich den schon mittlerweile gebaut und ich weiß es nicht mehr? Fluid Solidifier. Habe ich schon. Ach, Dreck. Du hast ihn doch schon. Au. Hey, schon scheiße, wenn man alles vergisst. Dann hätte ich gesagt, ich brauche mal kurz. Glaube, die Platte habe ich draußen liegen. Ich schaue einfach. Könnte ich vielleicht noch ein bisschen Tetrahydrit mitnehmen? Dass der Grinder, nicht der Grinder, der Ohrwascher ein bisschen arbeiten kann. Ah, zwei Sticks haben wir noch. Ach, das ist ein Block. Habe ich die Plate noch gar nicht gemacht? Ja, dann mache ich erstmal jetzt den Ingots, ist mir egal. Ich habe einen Extruder. Der kann es auf jeden Fall. So, mal rein. Habe ich da nicht? Ach so, stimmt, genau. Da müsste es auch mal Blei durch sein. Jawohl. Bist du da rein? Und ich brauche noch zweimal Zinn. Nein, ich brauche noch dreimal Zinn. Gut. Plate, Plate, Plate. Ja, Plate, Plate, Plate. Im Fränkischen passt auch. Scheiße. Bin mir leider nicht sicher. EU. Das kriegst du. So, da hätte ich einfach nur einen Verlust oder zwei. Das ist egal. Jagen wir durch. Müssen wir wieder Kohle durchjagen. Gut. So, dann haben wir das auf jeden Fall auch laufen. Dann habe ich jetzt mir das mitgenommen. Jawohl, habe ich. Da kann ich mir jetzt auf jeden Fall hier mein Chemical. Ich glaube, waren 7. Reinhauen. Ich brauche auf jeden Fall 12 Stück. Wo habe ich jetzt den Extruder hin? Extrudi!
Nimm mal dich so lang. Ja, danke. Au. Dann jagt der mal da durch. Dann haben wir, Würfel haben wir gesagt. Ich bräuchte 12, aber ist egal. So, die Pumpe brauche ich auch nochmal. Das heißt, ich brauche nochmal 8 mal Zinn. Auch noch 10 mal Zinn. Ja, der braucht 16. Gleich wird einer weinen. Der. Wie gesagt, das wird jetzt dann alles viel interessanter. Wie gesagt, und ich habe mir auch mittlerweile überlegt, dass ich nicht mehr mit Unterböden arbeite. Also vielleicht unter der Ebene ja, wo ich jetzt gerade bin. Aber da hinten werde ich dann wirklich hinten dran arbeiten. Ja, ist ja gut. Bin gleich fertig. Der eine kann sowieso nicht unter anderem. Ah, der hat nur gejammert, hat es trotzdem gemacht. Hä? Ach ne, der hat gejammert. Oh, ich hab die schon vorbereitet. Sie haben wir da gleich wieder. So. Das heißt, du kommst jetzt weg, dann kommst du dahin, der Hammer kommt dahin, die Pfeile kommt dahin. Hammer. Hammer gut gemacht. Dann musst du jetzt da rein und du auch. Dann haben wir 2 davon. Gibst du mir noch 2 schöne Zinnschrauben mit. Mhm. Und jetzt brauchen wir nochmal 2 Bronze Fluid. Dann haben wir jetzt schon mal die da. Dann haben wir schon mal die da. Sehr schön. Und dann bin ich jetzt der Meinung, ja, ich bin mal, glaube ich, so nett und lass den noch einmal durchlaufen. Das tun wir mal schnell raus. Zehn Sekunden haben wir noch. Ich merke auf jeden Fall, wir müssen viel, viel mehr in der Hinsicht vorbereiten. So, da habe ich jetzt die nächsten 40. Bin mir noch nicht sicher, ob das reicht. Das sind 6 Stück. Dann kommen jetzt dann die nächsten 40. Das sind dann 7 Stück. Nein, auch wieder 6 Stück. Das heißt, wir brauchen nochmal 40. Oder 38. So, du kannst laufen. Laufen, laufen, laufen. Ja, wo laufen sie denn hin? So, ist meiner Meinung nach eine gute Investition, das Zeug hier.
So, das heißt, wir haben jetzt die Potin Fluid Pipe. Die Potin Fluid Pipe macht 6000 Liter in der Sekunde. Die kleine oder die mittlere oder die normale. Also wenn man das ganze Zeug jetzt nimmt, ne, und ich, na, zum Beispiel die Large, die macht 12.000. Ah, okay, die gibt es aber nicht als Huge, sehe ich gerade. Die gibt es nur als Small, als Small, als Normal und als Large. Also 12.000 Liter in der Sekunde. Also wenn man das nimmt, ne, fürs Wasser, das reicht vollkommen aus. Dampf brauche ich nicht, weil Dampf habe ich hinten dran. Also das heißt, der haut Dampf raus, was geht. Also das macht nur Sinn, wenn man dann, ich bin nur gerade beim Überlegen. Bin nur gerade beim Überlegen, ob mir denn noch nicht die kleinen nehmen. Weil die machen 2000 Liter. Das müsste eigentlich komplett ausreichen. Vom Wasser her. Ja, weil, wenn ich jetzt da. Ja, okay, ich könnte jetzt mit 6000 Litern rausgehen. Und dann das aufspalten. Da könnte ich da auf jeden Fall mindestens die 2. Ja, das machen wir auch so. Da hätte ich mal gesagt, machen wir auf jeden Fall. Ah. Besseren Pipes. Ohne dass ich die Quest kannte. Wo bist denn du versteckt, Quest? Weil ich habe sie nämlich nicht entdeckt. So. Multi-Block Goals? Nein, da ist das mit den Enderperlen, weil die haben wir ja auch abgeschlossen. Forestry auch nicht. Bedding Builder Bases? Nein. Without Dying? Nein. LV. Das sind einmal die. Diese Teile hier. Ich sehe es nicht. Sekunde. Haben wir doch gleich. A Better Fluid Pipe. Die muss hier irgendwo versteckt sein. Ja, wenn wir finden, wenn wir die ganzen Quests dann am Schluss noch machen. So. Nicht schlecht. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall. Jetzt muss ich mir nur. Sieht man das hier? Ja. Sieht man. Genau, der Grinder cut in die Mitte. Ich bin mir. So, Item Input from Steam Multi-Block. Shift Right Click with Screwdriver to toggle automatic Item Shuffling. Steht hier irgendwas dort? Also, die braucht man nicht. Klar, wenn man es übertreibt, kann man das auch so machen. Der Hatch, also in den Hatch haben sie vorne hingeklatscht. Das heißt, der Hatch ist egal. Dann werden wir jetzt als nächstes erst einmal
Also es ist GT++. Der nächste. So, ich brauche jetzt den Steam Hatch. Das heißt, wir brauchen einen Ultra Volt Low Voltage Fluid Tank. Ha! Den haben wir. So, dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Sechs Platten. Das waren jetzt, glaube ich, die hier, ne? Ja. Gut, dann heißt es jetzt, du kommst. Das ist jetzt hier, ich hoffe. Ja. Dann warst du hier und ich brauche nochmal sechs Platten. Dann haben wir schon mal den da. Und dann hätte ich jetzt gesagt, lassen wir jetzt einmal hier Platten laufen. Lassen wir wissen, was wir noch brauchen. Davon haben wir jetzt dann drei. Das heißt, wir können das auf jeden Fall schon mal anfangen. So, das heißt also, du kommst hier hin, du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Haben wir die untere Reihe. So, dann kommt der Steam Grinder, kommt dann hier hin. Und das Steam Hatch kommt hier hin. Dann brauche ich jetzt als nächstes meinen Wrench. Denn als nächstes brauche ich das Teil da. Ich hoffe, dass das genau so klappt, was ich jetzt vorhab. Ups, Ouchi. Ja, nochmal Ouchi. So, dann heißt es jetzt, du kommst dann dahin. Wie ich das momentan noch mache, weiß ich noch nicht. Es kann sein, dass ich mir einfach nur mal noch eine Lücke lasse, dass ich nochmal reinkomme. Weil irgendwann muss der ja automatisch befüllt werden. Hier kommt ja noch irgendwann ein zweiter hin. Und ich hätte gesagt, wenn dann der zweite ist, dann hätte ich gesagt, machen wir das final fertig. Und dann können wir auch hier den Bereich dann zumachen. Und die werden stehen bleiben, also die werde ich nicht mehr abreißen. Also, ja, wobei, nie mehr, sagen wir mal nicht. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit werde ich sie nicht abreißen. So, dann hätte ich gesagt, komme ich auf jeden Fall hier an. Dann gehe ich jetzt hier nach oben. Dann gucken wir mal. So, dann heißt es, jetzt brauche ich noch Input und Output Hatch. Drücken wir mal die Daumen, das ist so, 14 Stück haben wir. 5 Stück brauche ich noch. Das heißt also, ich brauche alleine für die schon mal 30 Stück. Dann bin ich bei 20, wenn die durchgegangen sind. Dann brauche ich noch mal 10. Dann habe ich nur Bronze Plate fertig. Und dann brauche ich davon nochmal 4 und davon nochmal 4, also nochmal 8. Bin ich mal gespannt, wie viel ich mich verzählt habe. Also
Aber die nehme ich jetzt gleich mit die 8, weil dann machen wir gleich die richtigen Blöcke draus. So, dann heißt es jetzt nämlich, ich brauche das da. Nee, das waren 4, ne? Genau, und dann brauche ich noch Zinnplatten. Dann brauche ich davon noch 4. Nee, ich darf sie auch nicht reinschmeißen, weil sonst geht mir da hinten das Zeug aus. Nächste, was ich eigentlich, ich kann mir gleich nochmal Zinn holen. Weil ich brauche davon nochmal 6 Stück. Bis ich irgendwann Ende I.O. habe. Es ist zwar nicht mehr so weit weg, aber es ist dann auch noch ein bisschen weg. Aber wie gesagt, EBF, ich hoffe in den nächsten 5 Folgen, dass der steht. Kommt jetzt halt darauf an, weil wie gesagt, wir brauchen dann Forming Press noch, wir brauchen noch einige Maschinen. Ich brauche auf jeden Fall die Mika-Vene. Und wenn ich die dann alle habe, dann ja, dann haben wir gute Chancen, dass der EBF ziemlich schnell kommt, weil und vorher brauchen wir natürlich noch Battery Buffer. Und momentan bin ich beim Überlegen, ob ich die 2 Combustion Engines dann baue und mit Diesel dann versuche, oder nicht mit Diesel, nein, stimmt nicht, mit Fuel den EBF dann antreibe. So, wir haben jetzt die 4 Platten. Müssten wir eigentlich alles haben. So, das heißt, du kommst jetzt dahin. Du kommst da rein. Dann haben wir jetzt einen Input-Bus-Steam. Dann drehen wir das Ganze. Dann haben wir einen Output-Bus-Steam. Das heißt, wir haben die 3 Sachen. Jawohl, du bist durch. Dann können wir jetzt die restlichen Platten reinschmeißen. Und dann heißt Daumen drücken. So, in der Zeit, ich habe ein paar Zellen. Dann gehen wir mal nach vorne, weil momentan habe ich noch keine Möglichkeit. Den Wassertank nach hinten zu verfrachten. Ich bräuchte noch einen dritten. Okay. Achso, jetzt ist gerade Tag geworden. Die müssen erst wieder hochlaufen. Und dadurch, dass die sowieso schon wieder verkalkt sind. Die laufen irgendwann. Wenn nicht, dann knauen es halt nächste Woche noch. Hören wir da hinten nicht. Und das Wichtigste ist, er muss nur noch dann vielleicht nur noch einmal laufen. So, ich nehme dir mal dann dich mit. Und vielleicht noch die restlichen Blöcke. Rack, das wäre vielleicht noch eine Idee. Dürfte jetzt nämlich alle haben. Dann müsste ich den jetzt nämlich fertig kriegen. So, ich hoffe, dass das auch so funktioniert, wie ich mir das gerade einbild. Und zwar Output Bus kommt nach unten. Dann kommst du erstmal nach oben. Dann haben wir als nächstes noch den Input Bus. Du kommst nach oben. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich ihn da herstelle. Ja, machen wir hier hin. So, dann
kommt als nächstes hier erstmal das Wasser rein. Da kannst du schon mal vom Steam her hochlaufen. Jetzt bin ich richtig gespannt. Wenn es jetzt orange wird, jawohl, schaut gut aus. Das ist doch fantastisch. So, was brauchen wir jetzt als nächstes? Habe ich einen Schraubendreher dabei? Nein. Also, das heißt, wir müssen besorgen Schraubendreher, wir müssen besorgen zwei Kisten. Ich weiß es nicht. Habe ich noch irgendwo Holzplatten? Ich vermute eher da nein. Also kommst du erstmal hier rein. Dann kommst du jetzt das da. Doch, habe ich noch. Davon brauche ich 4. Davon brauche ich 2. Da rein. Da rein. Und für dich brauche ich dann im Assembler die 2. Da kannst du schon mal die nächsten Platten herstellen. Sehr gut. So, dann höre ich da oben schon wieder Spinne rumrennen. Dann habe ich gesagt, ich brauche einen Schraubendreher. Wieder was man ins Inventar klatschen kann. Ich hoffe, dass ich alles dabei habe. Ich will jetzt nur... Halt. Wir gehen nach draußen und machen den Maserator leer. Weil der da hinten müsste jetzt eigentlich alles in der Hinsicht managen. Das heißt, den kann ich irgendwann entsorgen. Kriegen wir nämlich ein bisschen Rough Iron raus. So, nimmst du mal alles raus hier. Wir müssen mal wieder wegen Wasser verschwenden. Wenn die hochfahren, dann kann der noch einmal durchlaufen. So. Ich habe alles dabei. Jawohl, habe ich. Die können mir auf jeden Fall schön hinterherrennen, die zwei da oben. Irgendeiner hat gerade gejammert. Ja, der hat gejammert. Ah, Mist. Ja. Der ist... Das reicht wieder nicht. Was? Habe ich da... Sind da hinten schon alle Zellen leer? Oh Gott. Okay. Wie viel habe ich denn hier noch drin? 12. Ich hau dich mal rein. Bring was mit, wenn ich wiederkomme. Ja. Jetzt macht es nämlich dann auch Sinn, dass die irgendwann alle laufen. So. Wenn ich jetzt mit dem Screwdriver hingehe. Kann ich dich umstellen? Ich vermute nein. Das heißt jetzt nämlich, wenn ich jetzt da eine Kiste hinstelle und dich davor,
passiert nichts. Wäre ja auch ein Wunder, wenn. So, das heißt, wir nehmen jetzt das Konvoi-Modul. Stellen auf Import. Und jetzt müsste da drin. Das Zeug sein. So. Der baut jetzt gerade den Steam auf. Ja, da ist jetzt natürlich mein Problem. Ah. Verdammt. Der haut sich raus. Das heißt, das ganze Wasser, das ganze schöne Wasser. Nee, der hat's schon rausgehauen. Ich bin ein bisschen dumm im Gesicht. Alles klar. Ja, am besten jetzt das wieder reinfüllen. Dann wird's witzig. Ich muss mir schnell nochmal Wasser holen. Der ist nur schon voll. Ich habe ihn noch nicht eingeschalten. Ja, hat aber trotzdem Nachteile. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich ihn vielleicht doch um einen versetze. Nach oben. Dass ich es wenigstens sehe. Okay, also dann heißt es jetzt mal die 40 Zellen da rein. Gott sei Dank habe ich sie noch nicht gefüllt. Das wäre lustig gewesen. So kriegt man den Tank auch schnell leer. Problem ist leider nur, dass ich heute nicht mehr so viel Zeit habe. Das heißt, wenn ich wiederkomme, ist das Ding wieder voll. Ja, aber haben wir auch keine Probleme mit. Ne? Nein. So, weil der Vorteil ist nämlich jetzt, wie gesagt, wie wir es jetzt aufgebaut haben. Wie gesagt, macht meiner Meinung nach am meisten Sinn. Den da sogar hier hin zu machen. Dann machen wir es nämlich so. Kommst du dahin und gehst noch dahin und sagst, du musst da rein. Genau. So, haben wir auf jeden Fall schon mal einen Blick drauf. Das ist auch kein Problem. So, dann hauen wir hier mal das Wasser rein. Dann haben wir sogar noch 8 Zellen übrig mit Wasser. Dann haben wir damit auch keine Probleme. Ein bisschen Kohle verschwendet. So, und dann gehen wir jetzt mal hier hin und drücken mal auf Power. Und dann fängt jetzt der das Arbeiten an. Dann sagt er, braucht 20 Sekunden. So, dann nehmen wir hier das Konvoi-Modul. So, und der sagt jetzt Export. Dann packen wir hier die Kiste hin. Ja, von da aus kann ich drauf zugreifen. Aber der exportiert mir nichts. Doch, er exportiert. Der war nur schneller. Also, und man sieht jetzt halt, ne? Ich muss mal schnell die Blöcke hier wegmachen. Man kommt von hier rein. So, 52 Stück sind jetzt hier drin. So, jetzt haben wir schon mal 64. Und der macht jetzt, glaube ich, soweit ich weiß. Schauen wir mal schnell drauf. Er ist durch. Genau. Er macht jetzt 8 Stück weniger. Ja, und jetzt, das heißt, ich habe jetzt hier immer einen halben Stack.
Und wir batzen das dann einfach jetzt schön brav sauber durch. Und deswegen haben wir auch schön brav gebraucht die Konvoiermodule. Darum heißt es ja auch, ne, das Zeug wird man richtig viel brauchen und hat noch einen Vorteil. Ich kann noch links und rechts, also ich kann noch eine daneben machen. Brauche nur einfach sagen, Konvoiermodul hin. Kann ich auch dann machen, ohne dass dann die Kiste da steht. Wobei ich krieg sie auch weg. Das ist auch kein Ding. So, dann heißt es jetzt, wir haben jetzt das, wir haben jetzt das. So, jetzt habe ich hier noch Kupfer. Nochmal Tetrahydrit. Ja, und jetzt kann ich nämlich anfangen, das ganze Zeug da unten einfach in die Kiste rein zu brettern. Und ich muss jetzt dann aber noch schauen, was der an Steam-Ausfluss hat. Ob das überhaupt reicht. Nicht, dass ich dann auf einmal merke, ups, die Engine ist doch zu klein. Ja, aber es geht so. Ja, eine Engine für den, und der ist ja bei von der Hitze her noch nicht da. Also das heißt, der wird auf jeden Fall noch mal nach oben rennen. Das reicht auf jeden Fall aus. Wie gesagt, ich muss halt mir noch was überlegen, wie ich das mache. Wie hier der Kohle. Ja, also das heißt, wir haben auf jeden Fall dann eventuell hier hinten noch was mit der Kohle. Und dann wird es für mich heißen, dass diese Pipe dann hierher muss. Dann gehst du hier hin, da kann ich dann eventuell dahin und dann seitlich rein. Genau, dafür haben wir jetzt noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Die wieder rum. Ich glaube es ja. Erschrickt die mich. Wow. Real Life glaube ich, die sterben. Wenn mir von mir so eine Spinne da entgegenhüpft. In der Größe. Instant weg. So. Was habe ich hier für ein Wrench? Ein Iron Wrench. So, dann heißt es jetzt, ich muss meinen Wrench austauschen, den wo ich einstecken habe. Den lasse ich jetzt auch hier. Denn ich brauche jetzt eine Stahlversion davon. Hat man ja immer schön brav gelesen. So, mal kurz einen Hammer reinlegen. Man braucht wieder neue Hammer. Gut, dann haben wir jetzt schon mal den da. So, was macht jetzt Sinn? Jetzt muss ich mal bei der Zinnpipe nachgucken. Die ist ziemlich am Anfang vermutlich. Stainless Steel, Rough, Small Restricted Item Pipe. Was ist jetzt da der Unterschied? Moment. Ah, Routing Value. Die ist länger. Also das heißt, die simuliert, dass sie einfach länger ist. So, die macht einen Stack alle 8 Sekunden. Einen Stack alle 4 Sekunden. Einen Stack alle 8, einen Stack alle 4. Das heißt, ich brauche für dich. Ja, dann hätte ich gesagt, machen wir das auch. Andersrum bitte.
Danke. Jetzt bin ich mir dann nur nicht sicher. Ich glaube, da brauche ich dann nämlich noch mal ein Konvoier-Modul. Und ich brauche dann noch dich. Wir werden es jetzt gleich wissen. Wenn es nämlich nicht geht, brauche ich noch einen Konvoier. Aber ihr versteht sozusagen, was dann meine Idee dahinter ist. So, das heißt also, du kommst jetzt dann hierhin, hierhin, hierhin. Ja, genau. Deswegen. Kommst dann hier hin. Kann ich das eigentlich auch einstellen? Nein. Okay. Das heißt, ich brauche jetzt definitiv noch einen Konvoier. Ich habe nur, glaube ich, keinen mehr, aber ich. Vielleicht kriegen wir es noch schnell zwei Motoren zusammen. Ich bezweifle es zwar, dass ich alles drin liegen habe, um zwei zu bauen. Ja, davon brauchen wir schnell vier. Vor allem schnell. So, das heißt, das da ist verhammert, das haben wir. Das heißt, wir brauchen nur noch die Rods. So, in der Zeit kann man mal das Zeug aufräumen. Können wir nicht. Ein bisschen pragmatisch, wenn ich es jetzt gemacht hätte. Mit 6. Vor allem das Lustige ist ja, also der kann jetzt. Wo war der hier, ne? Ne, das ist Netastar. Neutronium. Platinum, da sind sie, genau. Also die kann jetzt einen Stack alle 4 Sekunden. Ja? Aber man darf nicht vergessen, der Konvoier hat ja auch noch eine Limitierung. Das heißt, da muss man auf jeden Fall auch noch mit dran denken. So, dann habe ich jetzt den da. Ah, sehr schön. Genau die zwei, die wo ich noch brauche. Sozusagen schon im Hinterkopf gehabt, hä, ich brauche noch was. So, und das müsste jetzt dann schon der Import sein. Jetzt nochmal den Drawer. Import. Wir gucken. Kann auch sein, dass er. Ja, doch, wobei er Mist machen, weil. Es kann jetzt natürlich sein, dass es nicht geht, weil er auf der Seite das nicht macht. Das weiß ich nicht mehr. Das muss ich mal irgendwann noch testen, wo ich das machen muss. Unten, also normalerweise war das aber überall rein. Nur ich habe das immer mit Ender-IO-Pipes gemacht und nie mit dem. Doch, er hat's gemacht. Er hat auf jeden Fall was rausgenommen.
Es sind nur noch 77. Er hat mir nur noch nicht gesagt, wo es hin hat, hä? Nicht da rein. Ah, die sind hier. Mutter, wenn ich sie jetzt abbaue, sind sie weg. Ja, müssen wir testen. So, wir packen jetzt einfach nochmal 16 Stück mit rein. Der läuft auf jeden Fall fleißig. Der ist schon leer. Darum liebe ich dieses Teil. Stellt euch mal vor, da steht noch ein zweiter daneben. Ich glaube, ich komme gar nicht hinterher, die Erze zu verarbeiten. Das ist das, was ich in den vorigen Staffeln nie gewusst habe, dass es sowas gibt. Weil der prellt mir jetzt gerade das Zeug durch, ne? Da kann es jetzt keinen Morgen mehr geben. Da habe ich eher das Problem, dass die Kisten hier zu klein sind. Also da freue ich mich drauf. Das Ding rennt mal richtig. So, das heißt jetzt für mich, ich brauche noch mal schnell eine Kiste. Ich muss das Zeug umbetten. So, eine Doppelkiste. Habe ich hier noch irgendwelche Erze? Ja, ich habe hier noch Salz. Ich habe vorne, glaube ich, noch ein wenig was, aber auch nicht mehr viel. Aber das heißt, ich kann jetzt dann... Ja, wobei doch, ich habe da vorne noch viel. Muss da nur dran denken. Weil ich habe ja da draußen Fässer. So, und dann kommst du jetzt da rein. Sehr schön, dass ich wieder jeden... schöne Sache einstecken hab. So. Zack. Da kann der nämlich laufen. Der wird zwar irgendwann da hinten anfangen in den Dampf. Ja, okay. Macht vielleicht. Jetzt mache ich trotzdem den Test. Nee. Die Kohle ist dann weg. Ja. Also ist es nicht schlimm, dass die jetzt weg ist, ne? Aber dann weiß ich auch gleich, was ich noch mache. So sozusagen als letztes. Ich gehe noch mal schnell ins Lager. Ups, zu weit gelaufen schon wieder. 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Kohle hätte, ne? Könnte ich das auch nochmal machen? Ich glaube, das sind immer drei. So, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja. So, dann nochmal 1, 2, 3 und da hinten haben wir auch noch irgendwas. 1, 2, gut. Das heißt, wir produzieren jetzt Creosote und gleichzeitig Kohle.
So. Und der sagt, er ist da, aber er packt nicht rein. Wie gesagt, müssen wir mal gucken. Aber ich würde gerne diese Pipe hier von oben anschließen. Und wenn nicht, muss ich halt eine Kiste oder so hinten mal dran klemmen. Oh, und wir waren ja jetzt ja wirklich nicht hier lange rumgestanden. Aber ich finde das fantastisch, was der da durchhaut. Oh, die nächsten 32 sind drin. Ja, das heißt, man könnte sogar jetzt hingehen und sagen, okay, man nimmt jetzt ein Drawerfass, schmeißt da seine Erze rein. Stellt das Drawerfass dahin, stellt auf der anderen Seite das zweite Drawerfass hin, wo dann das, wie zum Beispiel beim Redstone rauskommt, und dann gib ihm. Genau. So, dann hätte ich gesagt, dem Männchen knurrt der Magen. Hier mittlerweile auch. Ha. So, aber wir können jetzt, ne, also ich habe jetzt hier noch ein bisschen was übrig, was man jetzt dann durchjagen kann. Ja, und das werden wir dann hoffentlich mal so alles tun. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wie lange das der dafür gebraucht hat, um das da zu machen, wie schnell das der andere ist, ist doch super, ne? Und das heißt auch, das da, diese Kiste wird irgendwann auch noch hinten landen. Und ich habe noch einen Drawer. Dann hätte ich gesagt, nehme ich Galena mit. Und wie gesagt, dann da vorne, die kann ich jetzt dann peu à peu auch noch verändern. Wie gesagt, Bronze muss ich jetzt noch herstellen. Ich muss Kupfer wieder herstellen. Da habe ich aber auch Karl Copyright, glaube ich, auch ein bisschen es durchgejagt. Das heißt, der kann auch noch demnächst mal durchgejagt werden. Aber da fällt mir noch was anderes ein. So, wir lassen dich ja mal da und nehmen dich ja mal mit. Weil das ist eigentlich das, was ich möchte. Ich möchte einen haben für Erze und den zweiten, bis ich HV habe, für den da. Weil ist für mich viel einfacher. Ja, wenn es jetzt funktioniert, muss man ja auch dazu sagen, muss es ja auch machen. Ups. Ja, der ist gleich durch. Ja, aber wenn ich jetzt dann hingehe und sage, okay, wir schmeißen dich mal da rein. So, er hat jetzt noch 10 Sekunden. Normalerweise müsste laufen, weil es sind Rezepte für. Aha. Jawohl. 8 Lepidolit Dust. Genau. So. Ich krieg zwar keine Beiprodukte, aber ich krieg das Zeug hier raus. Und zwar nach 20 Sekunden 8 Stück. Ne? Der andere braucht auch 20 Sekunden. Kriege ich keine 8 Stück, kriege ich ein Stück. Ja, und wie gesagt, und das wird irgendwann der zweite machen. Es kann sogar sein, dass ich dann irgendwann das so habe, dass ich sage, okay, ich mache die andere Kiste hier drüber. Ja, und da muss ich halt, wie gesagt, gucken. Wenn nicht, einfach. Wenn ich jetzt das eigentlich, glaube ich, so mache, müsste es eigentlich. Ah, nee, geht nicht. Der ist jetzt da drin. Okay, dann liegt es definitiv dann da vorne dran. So, das heißt, wir haben jetzt 32 Stück. Die nehme ich gleich mit.
schmeiße ich oben in meine Maschine rein. So. Und gesagt habe ich ja, ich nehme was mit. So, gut. Da können die nämlich auch fröhlich weiter jodeln. Vor allem die da. Und schon ist sie leer. Hervorragend. Aber deswegen ist es jetzt halt auch wichtig, dass das Quizart auf jeden Fall gut läuft. So, und du brauchst 16. Und wenn ich dich jetzt da reinhau, du brauchst 7. Das ist perfekt. Ja, das heißt, jetzt ich kann es immer wieder schön sauber laufen lassen und bringt uns weiter. So, wir haben einen riesen Fortschritt gemacht, finde ich. Erzverarbeitung 2.0 oder 1.5. Kann man jetzt hin, wie man möchte. Ja, wobei 1.5 oder 1.0. 0,5 war draußen. Jetzt sind wir bei 1.0 und 2.0 ist dann, wenn wir das Ding in HV haben. Und 3.0 ist dann, wenn wir das ganze Ding dann in EV oder IV haben. Genau. So. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder Tipps geben könnt, ab damit in die Kommentare. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.